Die absolute Nummer 1 der Ausflugsziele, wenn es nach den Jugendlichen geht, ist das Phantasialand in Brühl. Phantasialand, Phantasialand. Wer schon immer mal mit einer Gondel in das Maul eines Drachen fliegen wollte, muss in den 70ern hierher. Gegründet wurde der Freizeitpark 1967 in einer früheren Braunkohlegrube von einem Schausteller und einem Puppenspieler, dessen Handschrift man in den Anfangsjahren förmlich spüren kann. So verbindet der Freizeitpark die Poesie des Theaters mit der Action der Kirmes. Gibt es Deutschlands erste Wildwasserbahn, den Phantasialand-Jet nach dem Prinzip der hypermodernen Allwegbahn. Und 1975 ist auch das Geburtsjahr für die Westernstadt. Und schon nach kurzer Zeit gilt der Vergnügungspark als das rheinische Disneyland und hat wegen wechselnder Attraktionen eine eingefleischte Fangemeinde.